die laufenden Versuche Griechenlands... Muss ich nochmal? Okay. Jetzt. Wie denken Sie über die laufenden Versuche Griechenland zu retten? Also ich finde, Griechenland muss auf jeden Fall gerettet werden. Es darf nicht aus dem Euro raus. Ich habe auch keine Idee, wie man es anders machen kann. Okay. Und was bedeutet Weihnachten für Sie? Weihnachten bedeutet für mich Lichterglanz, laute Musik und Tanz. Okay, und wie viel Glühwein muss man getrunken haben, um so eine Meinung zu haben? Wie viel Glühwein? Man kann es mit einem schaffen, man kann es auch ohne schaffen, manchmal helfen 10, ich weiß es nicht. Oder purer Optimismus. Wenn Sie zu Weihnachten einen Wunsch frei hätten, was würden Sie an Osnabrück ändern bzw. erweitern? An Osnabrück ändern oder erweitern? Oh, ich finde Osnabrück so okay. Wie denken Sie über die laufenden Versuche, Griechenland zu retten? Mit Sparpaketen. Wie ich das finde? Genau. Ich finde das eine schlechte Sache. Ja? Ich komme aus Holland und all das Geld strömt weg nach Griechenland. Ja? Und sie sollen besser ihre Sachen machen da in Griechenland. Selber machen. Sie müssen das selber machen, ja. Sie haben das auch verursacht, ja. Und sie sollen das auch wieder richtig machen. Okay, und was bedeutet denn Weihnachten für Sie? Ja, ich finde das eine gemütliche Zeit, Weihnachten, ja. Und ja, Gemütlichkeit ist Weihnachten für mich. Aber wir sind nicht so gläubig. Und ich finde das ganz schön, ja. Und was führt Sie als Holländer nach Osnabrück? Na, wir sind mit die. Ich habe gearbeitet auf einem Rathaus in Holland. Und wir sind nun mit die Mitglieder, die Beamte von unserer Gemeinde, sind wir hier in Osnabrück zum Markt. Was würden Sie an Holland vielleicht verändern wollen? Verändern? Die Menschen sollen mehr solidär miteinander sein. Ja? Und ja, was muss ich da nu so schnell über sagen? Ich finde, als früher war es gemütlicher wie heute, finde ich. Die Menschen haben mehr Geld, um zu verbrauchen, als früher. Aber die Abstand zwischen den Menschen ist größer geworden, finde ich. Denn über die laufenden Versuche, Griechenland zu retten? Oh Gott! Ja, also ich finde es gut, dass man sich gegenseitig nicht im Stich lässt, aber ob das letzten Endes was bringt, ich meine, da gibt es ja auch in den Medien immer geteilte Meinungen. Ich kann mich da auch nicht so recht festlegen. Ja, also im Stich lassen sollte man nicht, aber ich weiß nicht, ob das letzten Endes wirklich dann so viel bringt. Ich finde es auch problematisch, dass die Griechen selber, dass sie da so gegen sind oder gegen protestieren. Und als Merkel da war, sind die alle ziemlich auf die Straße gegangen und haben gedroht. Und die, weiß ich nicht, man soll. Das finde ich nicht einfach. Okay, und was bedeutet Weihnachten für euch? Weihnachten bedeutet für mich Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Und schön mit der Familie zusammen sein, leckeres Essen und einfach alles schön gemütlich haben. Ja. Und zur Kirche gehen an Heiligabend. Richtig. Ist auch ganz wichtig. Ja, alles schön geschmückt. Und backen und Plätzchen. Also das ganze traditionelle Paket sozusagen. Und wenn ihr zu Weihnachten einen Wunsch frei hättet, was würdet ihr in Osnabrück gerne ändern oder erweitern? Ich komme nicht aus Osnabrück. Also ich bin nur zu Gast hier. Ich finde es super schön hier. Ja, ich weiß da jetzt auch so. Oh, ich weiß doch was. Was denn? Studiengebühren abschaffen. Ja, genau. Das möchte ich auch. Ich möchte nämlich in Zukunft hier wohnen und dafür wäre es dann gut. Und ich hätte gerne einen Supermarkt in meiner Nähe, wo ich wohne, aber... Wie denken Sie denn über die laufenden Versuche, Griechenland zu retten? Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt gerade zu Weihnachten sollten wir uns Gedanken darüber machen, wieso das
immer so viel Geld da reingesteckt wird und eigentlich man weiß nicht, was hinterher wirklich dabei rauskommt. Also jeder ist, glaube ich, gerne bereit, was zu geben, damit das auch weitergeht in Griechenland. Aber man muss immer gucken, dass, ja, dass allen dabei geholfen ist. Also Sie sind skeptisch, was letztendlich mit dem Geld passiert? Ja, das bin ich. Also ich glaube, dass das... dass es noch zu viele Reiche gibt, die das Geld ganz anders anlegen, als es die Menschen in Griechenland gebrauchen könnten. Und solange das sich nicht ändert und die Gier der Menschen sich nicht ändert, wird leider, glaube ich, sich da wenig ändern. Und was bedeutet denn Weihnachten für Sie? Für mich ganz persönlich ist Weihnachten ein ganz, ja, also eigentlich ist es die Chance, dass die Welt sich ändern kann. Also, dass jemand auf die Welt gekommen ist, der ganz klein, ohne dass er was hatte, so eine Wirkung gezeigt hat und so viele Menschen begeistert hat und in Bewegung gesetzt hat. Für mich ist Weihnachten etwas ganz Besonderes. Und es ist nicht nur dieser Rummel und Trubel, sondern einfach mal die Idee, sich auf das zu besinnen, was man an Menschlichkeit und an, ja, Mitmenschlichkeit überhaupt auch selber geben kann. Auch an den anderen zu denken, das ist für mich Weihnachten. Wo wir gerade beim Thema Ändern sind, wenn Sie zu Weihnachten einen Wunsch frei hätten, was würden Sie in Osnabrück gerne ändern oder erweitern? Dazu kenne ich mich leider zu wenig aus hier in Osnabrück. Also ich finde die Stadt sehr schön. Wir kommen gerne hier hin, weil es eigentlich ein sehr schönes Ambiente hier ist. Und was sich aber in der Stadt selber abspielt und wie die politische Lage hier in Osnabrück ist, kann ich leider ganz wenig zu sagen. Was führt Sie denn nach Osnabrück, wenn Sie gar nicht hierher kommen? Also wir wollen uns über die Stadt informieren. Wir werden jetzt gleich hier die Nachtwanderung mitmachen mit dem Nachtwächter und nutzen jetzt die Gelegenheit, noch einmal über den Weihnachtsmarkt zu gehen und verbinden das miteinander. Wollen aber gerne ein bisschen was über die Stadt auch erfahren. Und ich hoffe, dass wir dann von oben auch auf den Weihnachtsmarkt und auf die vielen Lichter gucken können, nachher von der Marienkirche aus. Okay, dann viel Spaß dabei. Schön. Was bedeutet denn Weihnachten für Sie? Ja, dass man mit der ganzen Familie mal wieder zusammenkommt, zum Beispiel. Und wenn Sie zu Weihnachten einen Wunsch frei hätten, was würden Sie gerne an Osnabrück ändern bzw. erweitern? Haben Sie da eine Idee? Ändern, erweitern? Vielleicht könnte man es ein bisschen fahrradfahrerfreundlicher gestalten, wenn ich mir so zum Beispiel Münster angucke. Da ist das etwas besser organisiert. So, das war's jetzt erstmal von uns Federn vom Weihnachtsmarkt aus Osnabrück. Wenn ihr hier klickt, kommt ihr auf das Video, kommt ihr auf ein Interview vom Filmfest und wenn ihr hier klickt, kommt ihr auf unseren Kanal.